Brett Soudan ist ein Familienvater, der schon wirklich viel in seinem Leben erlebt hat. Er war früher US-Soldat und zog in den Irakkrieg. Später, nachdem er seine Pflicht als Soldat abgelegt hatte, rettete er als Feuerwehrmann jahrelang unzählige Leben. Und später wohnte er mit seiner wundervollen Frau Liz in Phoenix, einer Stadt in Arizona. Doch dieses glückliche Leben fand an einem schrecklichen Tag eine tragische Wendung. Die ganze Familie war gerade im Truck unterwegs. Liz am Steuer. Plötzlich platzte der linke vordere Reifen und sie verlor komplett die Kontrolle über den Wagen. Die Kinder überlebten mit ein paar Schrammen. Brett brach sich das Bein, doch seine Frau, die am Steuer saß, war am schlimmsten verletzt. Sie hatte sich den Rücken gebrochen, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Doch die Ärzte hatten keine Chance. Sie wachte zwar wieder auf, doch der zuständige Doktor musste ihr schonend beibringen, dass sie für ihr restliches Leben von der Taille abwärts gelähmt sein wird. Ihr Leben wurde komplett aus dem Ruder geschmissen und schnell bekam sie Angst, dass Brett sie für eine normale Frau verlassen könnte. Doch er reagierte anders, als sie sich erträumte. Er machte ihr noch im Krankenhaus einen Heiratsantrag, den sie selbstverständlich annahm. Danach führte sie ein überwiegend ausgeglichenes Leben. Es gab jedoch immer wieder Situationen, zum Beispiel beim Wandern, wo sie an die Grenzen ihres Körpers gelangte. Brett hatte genug davon und entschloss sich, ihr das Geschenk ihres Lebens zu machen. Er baute einen Offroad-Rollstuhl für seine Frau, der ihr erlaubte, überall mit hinzukommen. Es war eine echte Herausforderung, doch am Ende schaffte er das Unmögliche und gab seiner Liebsten so ein ganzes Stück Lebensqualität zurück.